Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir machen heute aus dieser Farce mit Tempeh. Tempeh so einen leckeren Wrap. Bleibt dran und schaut euch an, wie wir das machen. In aller Fell is blue. Einen wunderschönen guten Abend, hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de und das können wir auch ein bisschen schneller sagen, hört man. Also immer nochmal. Hi, hier ist der Frank von foodblog-hamburg.de. Wir haben heute vor, ein Wrap zu machen, wie ihr ja im Vorspann schon gesehen habt. Und die machen wir heute nicht mit Tofu, sondern wir machen das mit Tempeh. Tempeh ist das Gegenstück zum Tofu, kommt aus Indonesien. Und wie man hier schon sehen kann an der Struktur, hat wesentlich mehr Struktur und hat auch einen etwas nussigeren, pilzigen Geschmack. Im Gegensatz zum Tofu, der ja eigentlich, wenn man böse ist, einfach sagt, schmeckt nach nix. Ne? Muss man natürlich erstmal einlegen. Und unser Tempeh gar nicht. Tempeh hat auf 100 Gramm einen Brennwert ungefähr von 160 Kalorien und hat 20 Gramm Eiweiß. Das ist sehr angenehm auf der Zunge. Man hat so nicht nur irgendwie so ein weißes Zeug irgendwie ohne Struktur, sondern hat halt so ein bisschen Struktur auch im Mund und ist sich halt sehr angenehm. Nicht ganz so einfach zu bekommen, bekommt man auch nicht im Supermarkt. Also man muss schon in den Asia-Shop gehen. Ich weiß hier in Hamburg aber nur zwei, wo wir das bisher gesehen haben, wo wir es auch gekauft haben. Ja, also ich werde das jetzt erstmal hier klein schneiden. Ne, erstmal so rüber klein. Und dann werden wir das nämlich gleich schön in einer Soße marinieren. Und dann kommt das gleich dann hinterher in die Pfanne und wird schön angebraten. Dann schmeckt das sehr, sehr, sehr lecker. So. Eine Chili brauche ich auch. Aber wie man Chili klein schneidet, brauche ich glaube ich nicht mehr zu zeigen. Ich will das jetzt marinieren. Dafür tue ich jetzt hier ein bisschen Sesamöl in meine Schüssel. Ein bisschen Sojasauce. Mengenangaben mache ich wie immer in der Einkaufsliste. Die könnt ihr euch dann ja runterladen. Manchmal ist die nicht so gut zu sehen unten in der Description Box. Dann müsst ihr die halt einmal ein bisschen weiter aufmachen. Da ist eigentlich immer der Link für den PDF für die Einkaufsliste. Dann habe ich hier so ein bisschen Ketchup Manis. Das tue ich ja auch noch mit hinein. So. Und dann tue ich jetzt meine klein gehackte Chili da mit rein. Das möchten wir jetzt ein bisschen schärfer haben. Deshalb habe ich da jetzt auch die Kerne mitgenommen, was ich ja normalerweise immer nicht tue. Während ich das ja jetzt hier umrühre, kann ich ja mal wieder eine Runde ein bisschen klugscheißen. Wir besitzen eine Homepage. Wir haben mittlerweile, wie ihr mitgekriegt habt, ja auch zwei Domains. Also ihr bekommt uns unter wirkochenwas.de und natürlich auch unter foodbloghamburg.de. Da bin ich gerade dabei, ganz viele Rezepte zu schreiben. Ich habe die jetzt noch nicht hochgeladen. Das kommt jetzt so in den nächsten Tagen, so nach und nach. Ich bin auch im Überlegen, ob ich nicht in diese PDF-Datei mit der Einkaufsliste, wenn das kleinere, unkomplizierte Sachen sind, ob ich da nicht auch gleich das ganze Rezept mit reinschreibe. Dann habt ihr das im Endeffekt auch schwarz auf weiß und könnt es euch ausdrucken und könnt dann vielleicht auch ein bisschen einfacher kochen. Unsere Seiten kommen jetzt. Die Seite kommt jetzt. Ich werde die noch ein bisschen weiter bearbeiten. Und ich bin dabei, mir zu überlegen, so ein kleines Behind the Scenes zu machen, wo ich einfach mal über unsere Technik sprechen werde. Über unsere Kamera, die wir benutzen, was für ein Mikrofon wir haben. Wir haben jetzt seit neuestem ja auch einen Field Monitor hinten hinter.
damit derjenige, der an der Kamera ist, das auch ein bisschen besser sehen kann, was er da so macht. Vielleicht möchtet ihr auch gerne wissen, wie ich schneide. Eventuell werde ich diese Videos dann aber auf meinen persönlichen YouTube-Channel packen und dann kriegt ihr hier nur erzählt, dass ich das gemacht habe und dann könnt ihr über einen Link dann darüber springen. So, ich habe das jetzt hier mariniert. Mich wieder völlig verquatscht heute hier. Das lasse ich jetzt so ein bisschen stehen. Das soll ein bisschen ziehen. Da kommt die Marinade unten so ein bisschen so sichtbar. Dann ist das nachher sehr lecker. Und ich muss mich jetzt halt um unsere ganzen anderen Zutaten kümmern. So, ich habe jetzt in meiner Pfanne so ein bisschen normales Öl erhitzt. Da tue ich jetzt die Karotten rein. Ich habe gar nicht erzählt, was wir alles vorbereitet haben. Machen wir einfach beim Kochen. Einfach die Einkaufsliste nehmen, dann seht ihr genau, was wie viel. Karotten in ein bisschen Öl, dann tue ich da ein bisschen Sesamöl mit zu. Das macht immer so ein bisschen diesen typisch asiatischen Geschmack. Machen wir mal ein bisschen Gas hier, damit hier mal ein bisschen Feuer kommt. Dann tue ich da ein bisschen Zucker rüber. Nehme ich wieder den braunen Zucker, wie immer. So ein bisschen braunen Zucker tue ich darüber. Ach ja, wir sind heute vegan unterwegs. Kein Fleisch. Keine tierischen Produkte. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Kann ja nicht jeden Tag sich irgendwie das fette Steak reintun. Haben wir gestern aber auch nicht, weil gestern gab es bei uns wieder eine Lahmensuppe. Genau. Also, wenn ihr Bock habt auf Lahmensuppe, findet ihr bei uns in unserer Mediathek mittlerweile auch. Man muss ja keine Rinderfond nehmen für den Fond selber. Da kann man ja, wenn man auch will, auch eine Gemüsefond sich nehmen. Wenn ihr das möchtet, können wir auch gerne nochmal eine neue Variation machen. Dann schreibt uns einfach unten in die Description Box einen Kommentar, dann machen wir das. Hab da jetzt so ein bisschen Wasser zugetan. Das muss jetzt so ein bisschen kochen. Dann geht das ein bisschen zügiger. Wenn das Wasser weg ist, dann sind die soweit fertig. So, das Wasser ist weg. Dann tue ich jetzt als nächstes die Zwiebeln dazu. Wieder rote Zwiebeln? Immer wie immer rote Zwiebeln. Die soll jetzt auch so ein bisschen glasig werden. Ich hätte jetzt auch ein bisschen Knoblauch noch mit dazu machen können. Ja. Dann habe ich hier ein bisschen Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln? Ja, genau. Frühstückszwiebeln. Mach mich nicht wahnsinnig, dann rede ich hier nur noch Quatsch. Das muss jetzt alles ein bisschen anbraten und dann kommen gleich die Mungo-Bohnen-Keimlinge noch dazu. So, ein bisschen Pfeffer schon mal und ein bisschen Salz. Ich kriege den Deckel wieder nicht auf, wie immer. Super. Dann habe ich hier Mungobohnenkeimlinge. Die tue ich jetzt auch noch mit hier rein. Sieht richtig toll aus, ne? Ja, finde ich auch. Und ich tue da jetzt noch ein bisschen Ketchup-Manis rein. Jetzt ist das hübsche Bunte gleich wieder weg, jetzt ist gleich wieder alles dunkel. Aber das bringt nochmal so ein bisschen Geschmack mehr rein. Dann tue ich das gleich alles einmal beiseite in eine von unseren roten Schalen. Und dann brate ich gleich schön mir das Tempeh an. Dann tue ich das dazu und dann sind wir auch schon fast fertig. Also. Könnte ich schon fast wieder laufen lassen als ganz schnelle Nummer. So,
Wir haben das Gemüse schön zur Seite getan. Jetzt brate ich mir schön das Tempeh an. Ich habe jetzt einen Teil von dem Tempeh rausgenommen und habe das da in die Schüssel getan, weil es viel zu viel ist. Das ist jetzt aber hier fertig angebraten. Da tue ich jetzt schön unsere Farce oben drauf. Dann lassen wir das jetzt alles noch mal richtig schön heiß werden. Und dann sind wir ready. Dann tun wir das gleich alles schön da auf unser... Genau. Und dann wird meine Frau, weil die kann das besser, die schön rollen und dann schneiden wir die mal auf und dann werden wir euch den Inhalt zeigen, wie das denn aussieht. So, unsere Farce ist jetzt schön heiß geworden und davon tun wir uns jetzt hier schön was auf unsere Tortillas drauf und damit der Tuck das eben schnell für uns rollen. Ich hab gekleckert. Ja, macht ja nichts. Alles gut. Alle hier nur Menschen. Und da wir hier nicht in einem 3-Sterne-Restaurant sind, sondern gar keine Sterne haben. Dann darf man ja auch kleckern, ne? Darf man auch eine Runde kleckern, ja klar. So, jetzt wird das schön gerollt. Vorher haben wir das so ein bisschen in der Pfanne angeröstet. Und dann schneide ich durch. Jawohl. So. Das sieht natürlich geil aus. Hast du einen Teller? Ich hole dir mal schnell einen Teller. Ja. So, unser Wrap ist fertig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen, abonniert uns ganz dringend, damit wir weiterkommen. Lest einfach unsere Einkaufsliste, dann seht ihr genauestens, was wir alles gebraucht haben, was wir alles benutzt haben. Ja, dann wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao. Und Frank von foodbloghamburg.de. Ciao.